Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Einrichtungsserie. Und ich möchte jetzt zum Beginn einmal schon mal sagen, dass ich am Ende des Videos nochmal euch um einen Gefallen bete. Das möchte ich nur schon vorher schon mal ansagen. Ja, wäre cool, wenn ihr dann alle mitmacht, aber das sage ich dann, wenn es soweit ist. Genau, wir sind hier in unserem modernen Haus und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen uns an, was sich verändert hat. Es ist nicht viel heute, weil es ist mittlerweile schon 1:30 Uhr Nacht und ich wollte einfach nur schnell ein Video aufnehmen, damit am Samstagmorgens, also bei euch Samstagmorgens, ein Video kommt. Und deshalb beeile ich mich ein bisschen und habe nicht so viel gebaut. Aber ich finde es trotzdem ganz cool und ich musste so ein bisschen rumtüfteln. Es ist nämlich hier links dieser S-Bereich. An sich ist es jetzt eigentlich gar nicht mal so etwas richtig Krasses. Nur das Coole, was hier ist, man hat ein Licht im Tisch drinne, das man an- und ausmachen kann. Man sieht den Unterschied so ein bisschen. Und das zu bauen war gar nicht mal so einfach, beziehungsweise die Schaltung darunter, dass alle drei leuchten, aber man von außen nicht sieht. Das war halt die Schwierigkeit dabei. Letztendlich habe ich es hingekriegt. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rüber und bauen dann das ganze Ding einmal im anderen Haus nach. Und ihr könnt dann das Ganze natürlich mitmachen. So, schließen wir hier die Tür. Und zwar hier kommt das alles hin, also vom Eingang aus auf die linke Seite. Und was wir brauchen, sind erstmal Quarzstufen. Und von der Ecke zählen wir, also wenn ihr jetzt ganz in der Ecke seid, das ist die Ecke. Da gehen wir jetzt diagonal nach vorne einen Block, also hier hin, und dann noch einen zweiten, also hier hin. Dort setzen wir eine Stufe hin, beziehungsweise, ja, zwei, dann davor nochmal zwei und nochmal zwei, also so, dass wir insgesamt drei Blöcke eigentlich haben. Und jetzt kommt das Ganze so Besondere oder das Moderne an dem Ganzen, was ich eigentlich ganz cool finde. Wir gehen jetzt an den Rändern hier hin und ziehen diese einmal raus, und zwar ein Block, zwei Blöcke, drei Blöcke und vier Blöcke, und verbinden das dann hinten einmal, also dass in der Mitte genau drei Blöcke frei bleiben, und hier am Ende sind es zwei Blöcke zu dieser Theke. Dann seid ihr richtig. Und jetzt gehen wir hier hin und reißen einmal diese drei Blöcke ab und setzen dort Redstone-Lampen rein, und zwar so. Was wir dann machen, ist, dass wir Glas nehmen. Ich habe ganz normales Glas genommen. Man könnte auch irgendeine Farbe nehmen. Aber ich fand das cool, wenn man gar keine Farbe hat, sondern einfach nur das Glas, damit das, damit dieses Leuchten ganz gut zur Geltung kommt. Die setzen wir dann da drauf. Dann nehmen wir einen Hebel, setzen den hier an die rechte Seite dran. Und jetzt kommt das Schwierige, beziehungsweise jetzt müssen wir ein bisschen was wieder abreißen, damit wir die Schaltung darunter setzen können. Und zwar diese zwei Blöcke reißen wir wieder ab. Diese zwei Blöcke reißen wir ab, den da drunter reißen wir ab. Da drunter, also jetzt unter diesem Block hier, kommt eine Redstone-Linie, so eine ganz normale, also Redstone. Ja, einfach nur Redstone heißt das Ding. Dann brauchen wir einen Repeater oder einen Verstärker auf Deutsch. Und den setzen wir jetzt einmal hier dran, und zwar so. Jetzt brauchen wir einen Block. Und zwar irgendeinen Block, nee, nicht irgendeinen. Wir brauchen einen grauen Wolle-Block. Und den setzen wir jetzt einmal hier dran. Und für die Leute, die sich so ein bisschen auskennen, dieser Block, der wird jetzt bepowert mit Redstone. Dann gehen wir einmal drumherum und reißen hier 1, 2, 3 Blöcke ab. Davor nochmal 3 Blöcke ab, damit wir so ein bisschen, ja, so ein bisschen Spielraum haben. Dann reißen wir jetzt hier, also wenn wir die, wenn ihr jetzt diese Lampen seht, davor diese drei Blöcke ab. Und diese drei, wo wir drauf stehen, auch nochmal, also dass wir zwei Blöcke tief sind. Dann brauchen wir wieder Redstone-Verstärker, beziehungsweise bevor wir die nehmen, brauchen wir jetzt hier, seht ihr diesen Block, den haben wir vorhin gesetzt. Darunter den Erdblock, den reißen wir nochmal ab. Setzen dann dort eine Redstone-Leitung nochmal hin. Und dann, ich schalte das ganze Ding mal an, damit ich sehen kann, ob es leuchtet. Okay, es leuchtet, das ist sehr gut. Dann gehen wir jetzt einmal hier nach rechts, also wir reißen den nochmal ab, gehen dorthin mit der Leitung und gehen mit der Leitung einmal komplett hier rüber. Also ich fliege nochmal raus, damit ihr das besser seht. Dieser Block, der wird bepowert, darunter
haben wir die Leitung, der einmal die noch weiter geht und dann einmal um die Ecke bis da ganz nach hinten. Und jetzt brauchen wir Repeater, die wir einfach nur noch hier 1, 2, 3 Stück dran setzen. Und ihr seht, alles leuchtet. Als nächstes nehmen wir uns graue Wolle und machen einfach wieder alles zu. Und hier nicht, sondern hier nehmen wir dann die Quarzstufen und setzen die wieder hin. Und ihr seht, von außen sieht man absolut nichts von der Leitung. Und wenn man das Ganze hier umlegt, seht ihr, es funktioniert. Also jetzt sind die Lampen aus und jetzt sind sie an. Genau, das war so der komplizierteste Teil dieses Tutorials. Dann als nächstes kommen eigentlich nur noch die Stühle und dann so ein bisschen Decorations. Und zwar für die Stühle habe ich Birkenholzstufen genommen und dann einmal hier eine hingesetzt, hier eine hingesetzt und hier eine hingesetzt. Also vier Stühle habe ich insgesamt genommen. Man könnte theoretisch hier außen noch einen hinsetzen und hier einen, aber gerade hier auf der Seite fand ich das viel zu eng. Und hier habe ich das dann einfach auch nicht gemacht, weil fünf Stühle irgendwie so asymmetrisch aussehen. Deshalb habe ich einfach vier Stück genommen, aber ich glaube, das ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Dann als nächstes habe ich Birkenholztüren genommen und die einfach hinter diese Stufen gesetzt. Also das kennt ihr wahrscheinlich oder die meisten von euch kennen dieses System, um Stühle zu bauen schon. Genau, dann haben wir das. Dann als nächstes habe ich noch graue Teppiche genommen und die jetzt vor die Stühle hingesetzt auf den Tisch. So, dann sieht das aus wie solche Platten oder diese Unterlagen, die man gerne mal auf einem Küchentisch sieht. Und was ich dann noch gemacht habe, ist einfach Pflanzen, also diese Töpfe zwischen den Plätzen hingesetzt und hier ganz links am Rand, dort habe ich auch noch einen hingesetzt. Und was wir jetzt dort in diese Töpfe reinpacken, das könnt ihr natürlich anders machen, aber ich habe einmal einen Farn genommen, den dort hinten reingesetzt, dann habe ich ein Porzellansternchen genommen, das hier vorne reingesetzt und hier links ein Kaktus. Also das sind meine drei Lieblingspflanzen bei Minecraft im FlowStyle Texture Pack. Ich weiß nicht, ich feiere die irgendwie richtig heftig. Alle drei richtig geil. Und ich mache gerade mal das Licht an, weil es so ein bisschen dunkel ist. Und ich finde die Atmosphäre ist einfach geil. Auch gerade jetzt, wo es draußen dunkel ist. Guck nochmal, wenn man das Licht ausschaltet, ist es echt so ein bisschen düster, aber sobald man das anmacht, ich weiß nicht, ich finde das so sofort übelst geil. Ja, so. Ja. Das war's eigentlich schon mit diesem Video. Und genau, falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und ich komme jetzt nochmal zu dem, was ich vorhin angesprochen habe oder ansprechen wollte. Die anderen, ihr könnt gerne schon mal abschalten, falls euch das nicht interessiert. Aber ich habe einen zweiten Kanal und zwar kreiere ich dort nochmal die gleichen Sachen wie hier auf dem Kanal, nur auf Englisch. Und es wäre nice, falls ihr Bock habt und mich ein bisschen supporten wollt, dass ihr den Kanal dann abcheckt und vielleicht ein Abo dalasst oder einfach mal so ein paar Videos davon teilt. Das wäre richtig nice. Genau, aber nur freiwillig, falls ihr mich ein bisschen supporten wollt und das gerne machen möchtet.